Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Heute aus Rheinentaufers in Südtirol. Ich bin hier beim West und Weber hat uns hier so einen kleinen Stand aufgebaut und wir haben Mystery-Warenkörbe bekommen. Das heißt also, wir wussten nicht, was drin ist und die Zutaten, die ich für mein Rezept heute habe, die zeige ich euch gleich und dann schauen wir mal. So, hier seht ihr die Zutaten, die ich bekommen habe. Das hier ist 1 Kilo Wagyu Hackfleisch. Dann haben wir hier Walnüsse, die haben wir gerade frisch geknackt. Dann habe ich hier ein paar Birnen, einen Käse, ein bisschen Zucker und eine Muffinform. Das sind die Sachen, die ich habe. Pfeffer, Salz habe ich auch noch da, aber das sind die Sachen, mit denen ich arbeiten werde. Plan ist jetzt also erstmal die Walnüsse, haben wir ja schon dementsprechend geknackt. Die werde ich jetzt gleich hier in so eine Schüssel tun, ein bisschen Zucker dazu und lasse die auf dem Grill karamellisieren. Und ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an. Der Zucker ist gefroren. Der ist gefroren. So, glücklicherweise haben sie mir einen Charcoal Summit hier hingestellt. Den habe ich mir für indirekte Hitze eingerichtet. Das heißt also, Deflektorschild ist drin. Und da schnappe ich mir jetzt einfach meine Walnüsse mit dem Zucker, stelle die in den Grill rein und dann lassen wir das jetzt einfach in Ruhe den Zucker schmelzen. Machen oben wieder den Deckel auf, damit hier richtig Dampf kommt. So, als nächstes kümmere ich mich jetzt mal hier um die Birnen. Die Birnen, die werde ich mir achteln. Als nächstes werde ich jetzt einfach mal das Kerngehäuse noch hier rausnehmen. So, kurz später ist dann der Zucker geschmolzen und karamellisiert. Habe also jetzt hier meine Walnüsse und die setze ich jetzt zum Trocknen. Schaffe ich mir noch ein bisschen Platz auf dem Brett, weil wenn ich die hier in der Schale drin lasse, dann gibt das eine Verbindung, die ich nicht mehr trennen werde. So, die Birnen habe ich jetzt also hier auf dem Brett liegen. Ich habe mir jetzt hier so eine Schüssel oder so eine Schale besorgt. Da setze ich die Birnen jetzt rein, dass wir sie gleich auf den Grill packen können. Der eine hat hier noch das Kerngehäuse, das nehmen wir natürlich noch weg. Und dann schmeißen wir die jetzt auf den Grill und lassen die auf dem Grill erstmal einfach weich werden. Als nächstes habe ich hier also das Wagyu-Hack. Und das werde ich jetzt also erstmal würzen. Dafür benutze ich hier von den Jungs von den Sizzle Brothers diesen Hashtag Smoke. Gehen wir also ordentlich was drüber, da ist so ein Rauchsalz mit drin. Und dann wird das Ganze jetzt erstmal ordentlich durchgemengt. So, das Hackfleisch ist jetzt nun vermischt. Größere Schüssel habe ich mir besorgt. Und jetzt habe ich hier zum einen einen Glühwein. Felix, vielen lieben Dank dafür. Und jetzt schnappe ich mir das Hack und gebe davon jeweils etwas davon in die Muffinform rein. Jetzt gehe ich hin und presse natürlich das Fleisch erstmal ordentlich in die Muffinform rein, dass wir da letzten Endes dann auch eine Kuhle bekommen, wo wir später dann noch die Haselnüsse und den Käse und dergleichen reingeben können. So, jetzt haben wir also hier das Wagyu-Hack. Das schneit gerade schon wieder ein. Hier haben wir die Walnüsse, die sind inzwischen auch wieder fest geworden. Die Birnen sind auf dem Grill. Kümmern wir uns als nächstes also um den Käse. Und den schneide ich mir jetzt, oder vielmehr hacke ich ihn in etwas kleinere Stücke. So, ich habe jetzt also meine Birnen. Die sind jetzt noch nicht durchgegart, sollen sie eigentlich auch gar nicht. Sie sollten einfach nur schon mal eine gewisse
Grundtemperatur haben. Jetzt muss ich mich auch ein bisschen beeilen, damit ich die noch im warmen Zustand hier dann auch in meine Muffinform bekomme. Und die schneide ich jetzt dann auch in kleine Stücke. Also ein bisschen weicher geworden sind sie schon, das ist gut. Ist der Charcoal Summit halbwegs frei? Halbwegs, nee. Bringen wir das drauf. So, die Birne habe ich klein geschnitten und von der Birne gebe ich jetzt in die Muffinform oben auf das Hackfleisch eben drauf. So, die Birne ist jetzt eben auf dem Hack drauf und hier habe ich den klein geschnittenen Käse. Und davon gebe ich jetzt über die Birne ein bisschen was davon drüber. So, meine Muffinformen sind gefüllt und die kommen jetzt indirekt auf den Grill. So, inzwischen sind wir auf den Gasgrill gewechselt. Der Summit Charcoal ist schon wieder belegt. Und ich setze jetzt also hier die Muffinform in die indirekte Zone. Das heißt, Brenner links und rechts sind an. Und ja, da lassen wir die jetzt einfach mal so eine gute Dreiviertelstunde drauf, so um die 180 Grad. Mal sehen, wenn die Gasflasche nicht vereist bei den Minustemperaturen hier. Wir werden sehen. Also Deckel zu und warten. So, während das Fleisch in den Muffinformen jetzt auf dem Grill ist, kümmern wir uns mal hier um unsere eingeschneiten, kandierten Walnüsse. Und die hacken wir jetzt mit dem Messer klein. So, Walnüsse sind klein. Jetzt warten wir aufs Fleisch. So, nach einer guten halben Stunde bin ich doch wieder umgezogen auf den Charcoal Summit. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich musste kein zusätzliches Fett in die Form reinmachen. Das Wagyu-Hack hatte dermaßen Dampf. Aber wie ihr sehen könnt, der Käse ist schön geschmolzen. Und wir heben die jetzt mal aus der Muffinform raus. Und dann kommen unsere Walnüsse zum Einsatz. So, hier sind also meine kandierten Walnüsse. Und jetzt heben wir mal eins von den kleinen Schätzchen hier raus. Also wie gesagt, die Form einfetten, das hätten wir nicht machen müssen, beziehungsweise ich habe es ja nicht gemacht. So, jetzt haben wir also hier unsere kleinen Törtchen und da kommen jetzt eben von den kandierten Walnüssen ein bisschen was oben drauf für den Crunch. Und dann würde ich sagen, ist jetzt Zeit, das Ganze auch mal zu probieren. Ja, ein so ein kleines Törtchen konnte ich gerade noch retten. Die anderen sind alle schon weg. Und dann würde ich sagen, probieren wir die jetzt mal. Der Crunch von den Walnüssen zusammen mit der Süße von der Birne und eben auch diesem Käse, der drauf ist. Oh Leute, mega Kombination. Klar, mit dem Wagyu-Hack ist das Ganze natürlich mega saftig. Ich empfehle euch, wenn ihr das zu Hause nachmachen wollt, lasst euch beim Metzger Hack frisch durchlassen mit mindestens 20% und macht das auf jeden Fall mal nach. Als Käse empfehle ich entweder einen Appenzeller oder halt einen schönen Bergkäse, also schon einen Käse, der ordentlich Dampf hat. Solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Das war mein Video vom West. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein, könnt ihr das sehr gerne ändern, indem ihr da oben auf den Button drückt, den Kanal abonniert, dann sehen wir uns zweimal die Woche mit neuen Videos. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.